Hallo Freunde des Sports, der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 14 mit der Spielerkarriere und es geht gleich weiter gegen Energie Cottbus mit dem, ich glaube, 18. Spieltag. Also die Rückrunde ist jetzt gestartet. Gut, wir wollen natürlich keinen Regen haben. Deswegen nehmen wir einfach mal bewölkt und legen los. Mal sehen, ob wir hier einen guten Start hinlegen können. Zuletzt war es immer so, dass wir gleich am Anfang eine relativ gute Chance gekriegt haben. Wahnsinns-Hechtsprung hier von Kirali. 3 Meter daneben und er hätte ihn gehabt. Boom, ja, ich könnte jetzt auch noch so weitermachen, aber den Part müssen wir nicht unnötig strecken. Irgendwie haben die immer Anstoß, ne? Aber trotzdem schaffen wir es meistens, den Ball dann gleich zu bekommen. Diesmal nicht. Diesmal hatten wir nicht den idealen Laufweg. Spielen den Ball hier ins Aus. Tja, den haben wir nicht gedeckt. Aber brauchen wir auch nicht. Wir kriegen ihn trotzdem, den Ball. Der bleibt aber auch wieder stehen, ne? So lange, bis wieder ein Gegenspieler kommt. Aber diesmal waren die da nicht so pfiffig. Ah, schade. Das ist immer das Problem bei den Steilpässen, ne? Man sollte lieber die sicheren machen, damit man hier eine bessere Bewertung kriegt. Aber ihr wisst ja, die Bewertung interessiert mich wenig. Hauptsache, die Mannschaft hat Erfolg. Was nicht im Abseits. So, jetzt kriegen wir einen Einwurf. Machen wir den selber? Nee. Werf jetzt nicht hier hoch. Werf nicht hier hoch. Ah, Junge. Wie soll man denn da rankommen, bitte? Ich verstehe nicht, was die sich dabei denken. Ich muss mich da immer so hinstellen, dass ich den eigentlich nicht kriege, aber meistens haben die das schon von vornherein so drin, wo die hinspielen. Wo? Was war denn das? Ich wollte nach oben, nach unten spielen, nicht irgendein Steilpass. Das war ein normaler Pass, den ich da gespielt habe. Tja, super Schuss. Wahnsinn. So, spielst du nach unten? Ja, das war klar, weil der steht nämlich ein bisschen weiter versetzt nach zum Torwart hin. Dann spielt er eigentlich meistens den Pass, aber wir wollten jetzt nicht die Seite wechseln. Weil wenn wir da zu früh ankommen, spielt er den Pass nicht mehr. Und dann stehen wir da und haben nichts gekonnt. So, wir erobern hier wieder den Ball. Todesmutig. Oh, der war gut gespielt, aber leider ein bisschen zu lang. Ansonsten wäre das hier ein guter Torschuss geworden. Hätten wir wahrscheinlich mit links nehmen müssen. Muss auch nochmal schauen, ob wir jetzt wieder eine neue Fähigkeit haben. Damit wir die Einwürfe loswerden. Die langen brauchen wir nämlich nicht. Da gibt es auf jeden Fall bessere Fähigkeiten. Zum Beispiel flink sein oder Dribbler. Sowas ist, glaube ich, besser. Ich weiß gar nicht, ob wir davon schon einen hatten. Boah, was ist denn das? Oh, der kommt sogar an. Wahnsinn. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet mit dem Ball. Wir kommen nicht ran. Ah, ist immer so ein bisschen ungünstig hier. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ran da jetzt. Geh da ran. Oh, nee. Leute. Ein Defensivverhalten ist das hier. Nee, das war nix. Was machst du denn da? Du sollst dir den Ball nicht immer 20 Meter hier vorlegen. Das kann nicht wahr sein. Jedes Mal legt er sich hier den Ball vor, was weiß ich wie weit. Ist doch nicht wahr. Und mittlerweile haben wir ja wirklich Werte, die sind ja um einiges besser als die von den Gegnern. Da müsste ja auch mal ein bisschen was rumkommen bei, oder? Kann ja nicht sein, dass der hier ständig sich die Bälle vorlegt, als wäre er hier noch ein Rookie. Wäre er hier gerade erst angekommen in der Liga. Oh, der war eigentlich gut geschossen, aber auch gut gehalten von Kirali. War auch in die Ecke, in die ich wollte. Also da einfach nur ein Lob an den Torwart. Oh, der war richtig schlecht. Schäme dich für den Kopfball. Das war gar nichts. Aber ich glaube, wenn wir den Ball kriegen, machen wir den auch nicht besser. Aber wir können ja auch nicht so wirklich viel steuern hier. Ja, klar. Natürlich, natürlich. Ja, passt euch hier die Bälle näher. Geht doch mal rauf auf den Mann hier. Ich bin immer der Einzige, der hier ein bisschen stört. Weil ihr immer irgendwelche Raumdeckung betreibt, die total sinnlos ist. Total sinnlos. Die stehen immer hinter der Mittellinie und warten auf irgendwelche schöne Wetter, keine Ahnung. Druck nach vorne machen die hier gar nicht. Was machst du denn? Dann hau doch da ab. Ich hätte ihn doch gehabt. Naja. Das sieht momentan hier echt so ein bisschen wirr aus, also.
Was macht ihr? Dann nehmt doch mal den Ball an. Jedes Mal kommen die an den Ball, hauen das Ding irgendwo hin. Einfach nur ganz normal annehmen. Ist das so schwer oder was? Scheint so. Mann, Mann, Mann. So, immer noch nicht. Ja, super passt da wieder. Ich glaube, der war von unserem Mann gespielt. Ich weiß nicht, warum die da mal hinspielen, wenn wir da überhaupt nicht die Möglichkeit haben, mit dem Ball irgendwas anzufangen. So, jetzt komm hier. Was war denn das? Ein hohen Pass. Ah, da spielt er den Steilpass tief. Kann nicht wahr sein. So, jetzt aber. Ich will die nicht haben, ganz ehrlich. Oh, und da ist er mal drin. Wenn wir uns mal nicht beteiligen und nichts sagen, ist er drin. Hein, mach dir das Kopfballtor. Ist ja Wahnsinn, dass die mal ohne unsere Beteiligung hier mal so ein Ding reinmachen. Torwart machtlos, der war gut platziert von Hein. Und ich glaube, der ist auch unser Top-Torjäger mittlerweile. Mit 8 Toren oder so. Zumindest insgesamt. Ich weiß nicht, ob der davon alle in der Liga gemacht hat. Was war denn das? Boah, war der schlecht, der Pass. Eicher? Ist das unser Stammtorwart? Nee, Eicher? Hab ich noch nie gehört. Habe ich unseren Torwart noch nie auf dem Schirm gehabt oder hatten wir sonst echt einen anderen da drin? Im Kasten. So, jetzt bitte nicht so viele Fehler mehr machen hier. So, relativ sicher das Ganze. Oh, und er macht wieder hier so einen Quark. Und, ne, wieder nicht. Ja, natürlich, natürlich, du kannst alles. Du bist der Alleskönner hier. Also, wenn ich solche Sachen mehr sehe, dann würde ich alles vorhersehen. Kann ich echt nur lachen über sowas. Ja, danke, dass du mir den wieder abnimmst. Ey, Junge, hau doch einfach mal da ab. Einmal. Ganz ehrlich. Wir können ihn machen, wenn wir den selber raufschießen können. Und was ist? Er haut da wieder dazwischen. Ohne Sinn und Verstand, ganz ehrlich. Was macht ihr hier? So, jetzt sind wir mal genug gelaufen. Jetzt lassen wir mal ein bisschen die anderen was machen. Stellen uns hier wieder an die Mittellinie. So weit wie möglich nach vorne. Der war auch ein bisschen zu weit nach innen gespielt. Hätte auch schief gehen können, das Ganze. Wieder nix. Ja, ja. Mit unserer Flankengenauigkeit, da ist es nicht so. Aber wir spielen halt wenigstens viele Flanken, sodass wahrscheinlich auch irgendwann mal ein paar davon ankommen und wir dadurch dann die Flankenfähigkeit verbessern können. Du gibst uns den Ball, wir wollen jetzt hier schießen. Tja, wir kommen nicht vorbeigedribbelt. Ich weiß, es ist ein bisschen eigensinnig, was ich hier mache, aber ich will jetzt hier das Tor haben. Ah, das gibt's doch gar nicht. Weil der immer 5 Meter sich den Ball vorlegt und dann noch 2 Stunden braucht, um zu schießen. Nee, nee, nee. So wird das nix. So, wir führen ja 1-0. Wir können ja eigentlich relativ zufrieden sein, aber wir wollen halt selber auch ein bisschen was für unsere Bewertung tun. Weil an dem Tor waren wir nicht direkt beteiligt. Wir haben halt nur die Vorlage zur Vorlage gegeben, glaube ich. Und die war jetzt nicht so genial, dass man sagen kann, dass wir da viel mit zu tun hatten. Das eigentliche Tor ist auch ohne uns gut entstanden. Er ist natürlich wieder schneller. Ja, stopp ab, genau, stopp ab. Super, du bist der beste Linksverteidiger, den es gibt. Kann man denn da abstoppen? Hast du irgendwas am Kopf oder was? Mann, 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 du. Die für Aktion bringen. Ist echt traurig. Komm, spiel jetzt hier. Wahnsinn, er hat ihn so gespielt, wie ich wollte, aber viel zu lang. Also nicht so, wie ich wollte. Wenigstens die Richtung hat gestimmt und der Zeitpunkt des Passes. Aber dass alles mal aufeinander trifft hier, gute Passgenauigkeit, Zeitpunkt und dann auch noch, dass er wirklich passt, ja, das ist sehr, sehr selten. Kommt hier, glaube ich, einmal alle 5 Spiele vor oder so. Und dann verhauen wir den noch, weil wir dann den Ball annehmen müssen. So, dann kommen sie, junge Frau. Da gibt's einen Einwurf. Nicht zu uns, ich lauf weg, ich lauf weg. Ganz ehrlich. Super. Super Einwurf.
Da können wir nichts machen. So, schieß, schieß. Ah, wohl eine Vorlage. Schieß, schieß. Ah, das kann nicht wahr sein. Wir kriegen keine Vorlage hin. Wenigstens die Vorlagen können wir ja schaffen. Ja, wenn wir schon die Tore nicht schießen. Vorlage, damit gebe ich mich zufrieden. So, Wood kommt gegen Hein, gegen den Torschützen. Weil er ja so kopfballstark ist, nehmen wir den runter. Ganz klare Sache. Natürlich in dem, zu dem Zeitpunkt doof. Der hätte auch noch abwarten können, bis der Kopfball dann durch ist. Weil ich glaube, der Wood ist nicht so kopfballstark. Boah, sind wir hier langsam wieder. Wo schießt du hin, Schuto? Ja, sehe ich auch so. Meine Güte. Ich wollte den echt rechts platzieren und was macht er? Er schießt wieder irgendwo viel zu weit. Im nächsten Mal drücke ich wieder nach links. Oftmals schießt er dann trotzdem ins falsche Eck und von daher könnte es ja klappen. So, gleich die Flanke. Gleich die Flanke. Ah, was ist denn das? Wo springen wir denn da hoch? Viel zu spät. Ich drücke ja sofort, ja. Der macht es ja eigentlich automatisch alles, aber automatisch falsch. So, und jetzt mach ihn. Na, Wahnsinn. Wichtige Pässe. Wood macht das Tor. Er ist so ein bisschen der Joker hier. Aber wen ich nicht mehr gesehen habe, war... Ich weiß gar nicht, wie er hieß. Kosso oder so? Der hat doch in dem Einspiel zwei Tore gemacht. Warum bringen wir den denn nicht mal rauf hier? Ja, natürlich. Zeigt doch nur hier, wie er das Ding reinschiebt. Das Schöne war die Vorlage, wie wir die Leute da beschäftigt haben. Ich will uns ja nicht zu sehr loben, aber das war ja wirklich... Das Tor an sich war ja nicht die Schwierigkeit da dran. Foul, ja. Wie immer, wird nicht geahndet. Kennen wir zur Genüge. Dafür hauen wir jetzt hier mal einen Hammer raus, aber der war nicht ganz so gut. Hat sich hier nicht gedreht und nix. Wäre auch, glaube ich, nicht reingegangen, weil der dann doch ein bisschen zu lasch war. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe eigentlich ziemlich lange gedrückt und habe gedacht, der geht vielleicht sogar drüber. Aber anscheinend habe ich da eine Fehleinschätzung der Länge gehabt. Oh, der wäre stark gekommen. Der wäre stark gekommen. Den können wir uns nochmal anschauen. Der war richtig gut gespielt eigentlich. Auch mit Außenriss. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht mit Außenriss haben. Aber wenn der reingegangen wäre, das wäre hier das Tor des Monats geworden. Aus der Distanz hier schnirgelt er den hier mit rechts mit dem Außenriss. Und unter die Latte, aber war jetzt nicht so sehr mit Effet gespielt. Schade. Ich dachte, den hätte ich da ganz gut angeschnitten. Boah, aus der Distanz wäre natürlich trotzdem ein tolles Tor geworden, ne? Ganz klare Sache. Ja, genau, lassen liegen den Ball. Ja, ja, klar. Wir brauchen den nicht zum Tore schießen. Wir haben zwei Tore gemacht. Jetzt ist Schluss. Jetzt machen wir gar nichts mehr. Lass den Ball einfach liegen, genau. So, drauf. Nicht noch irgendwelche Gegentore kassieren. Wir sind mittlerweile in diesem kleinen Trott angekommen, dass wir die Spiele immer gewinnen hier. Was ich ja nicht will. Deswegen Weltklasse wäre schöner gewesen. Aber Profi ist anscheinend hier so das Maximum dessen, was man spielen kann. Was ist denn das? Warum spielst du denn jetzt aus? 7 Torvorlagen. Ja, sind wir Ligaspitze. Habe ich mir gedacht, da haben wir eher Chancen als auf den Torjägertitel. Da ist eher Hein dann noch derjenige, den wir da nach vorne schießen können. Ah, Krampf. Mensch, wir haben noch so viel Ausdauer gehabt und ihr kriegt hier einen Krampf. Ja, ja, nun heul nicht rum. Mach weiter. Ist auch schön, wie lange die brauchen, um diese Distanz zu überwinden. Wir sind immer noch an der Stelle, wo wir vorher hier waren. Ist anscheinend eine ernsthaftere Verletzung. Aber wir wollen noch ein Tor machen, bevor wir hier wieder im Feld genommen werden. Ja, er springt wieder wie der Held dazwischen. Oh, Junge. Kann nicht sein. Ja, uns ja relativ egal, ob uns hier das Bein brechen oder sonst was. Wir spielen weiter. Aller Bender. Bender spielt auch immer weiter. Egal, ob Kieferbruch, Nasenbruch oder sonst was. Der spielt, der Kollege. Nee, nee, der lässt sich natürlich auch auswechseln, aber meistens einfach nur, weil es behindernd ist während des Spiels. Nach dem Spiel, also... Im nächsten Spiel spielt er dann trotzdem mit den Brüchen. Finde ich lustig bei dem.
Ist echt ein harter Hund. Denn wenn man da mal so einen Ball auf eine gebrochene Nase bekommt, dann kann man sich vorstellen, dass das einiges durcheinander wirbelt, auch wenn man da so eine schöne Schiene drauf hat. Das macht schon auch, der ist drin. Nee. Ja, relativ schwache Offensivabteilung hier bei Cottbus, wie man sieht. So, werden wir jetzt ausgewechselt. Jo, wir gehen verletzt runter und das kann nur heißen, dass wir auch wirklich eine Verletzung haben, sonst hätte uns wahrscheinlich gar nicht runtergenommen. Beziehungsweise dann hätten wir nicht diese Animation gehabt. Ich habe ja gesagt, dass es was Ernstes, sonst würde er dann nicht nochmal, nachdem er schon rumgejammert hat, nochmal rumjammern. So, Adelung hier komplett frei. Nein! Adelung, Mann. Du siehst nicht meine genialen Züge, die ich im Kopf habe. Nee, so genial sind die nicht, aber die sind halt schon so, dass die. Oh. Ja, wieder kein Foul, also ganz ehrlich, ey. Was war denn das? Everybody was. Und so weiter. Ah, ganz ehrlich. Ist das sein Ernst gewesen? Das kann er doch nicht pfeifen hier. So, man sieht es ja aus der Perspektive gar nicht mehr. Hier. Bam! Der hätte auf jeden Fall keine Nachkommen erzeugen können, wenn das in der Realität passiert wäre. Oh Mann. Und er pfeift es nicht. Nö, ach. Ist kein Foul. Also manchmal muss ich das echt nicht verstehen, was er hier nicht pfeift. Der ist ja nicht zum Ball gegangen, sondern hat nur in die Weichteile getreten. Und das ist für mich ein eindeutiges Foul. So, da ist er, Kusu. Mal sehen, ob wir den nochmal hier zum Treffen kriegen. Da oben läuft er wieder. Ganz starker Mann. Wahrscheinlich auch jemand für die Zukunft hier in der Spielerkarriere. Der wird uns dann ersetzen, vielleicht, wenn wir weg sind. Aber schade. Mit dem noch nicht nochmal getroffen. Trotzdem, die eine Aktion, die er hatte, war gar nicht verkehrt. So, 9,4 herausgespielte Chancen haben wir 75 von 75 und damit haben wir nochmal eine Übersicht dazu bekommen. Damit jetzt die Gesamtstärke von 77. Wir waren wieder Spieler des Spiels und wir können zufrieden sein eigentlich. So, erzwungene Auszeit von 3 Wochen und Erwartungen aktualisiert. Naja, ist ja klar. Und wir machen jetzt nochmal schnell weiter hier, dass wir die 3 Spiele hier noch simuliert bekommen. Ah, nee. Gut, dann simulieren wir ein Spiel noch wenigstens. Und danach ist die Transferperiode, die werde ich einfach skippen, ganz ehrlich. Oder? Entscheidet ihr mal. Ich habe danach, glaube ich, wieder so eine kleine Pause, was die Aufnahmen angeht. Da könnte es sein, dass ihr dann gerade zu dem Zeitpunkt dann, dass ich dann wieder aufnehme. Ja, toll, dass wir jetzt hier das eine Spiel, was wir hier simulieren, wieder verlieren müssen. Mann, 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 ey, das kann ich nicht ab. Unsere Tendenz war, wir gewinnen jedes Spiel und dann verlieren wir hier gegen Paderborn, die irgendwo auf, was weiß ich, was für einen Platz rumstehen. Hier auf 14, die waren ja vorher noch auf einem viel schlechteren Platz. Also, das kann doch nicht sein. Aber wir sind wenigstens da vorne relativ sicher auf Platz 2. 2 reicht ja, um aufzusteigen. Aber die anderen haben sogar ein Spiel weniger. Also, so sicher ist es dann doch nicht. Gut, dann würde ich aber sagen, ja, ihr kommentiert mal, ob ich hier die Transferperiode nochmal mitmachen soll, ob ihr das wissen wollt. Ich denke eher nicht. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Schutto.